Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 4 hier auf meinem Kanal. Ich bleibe heute am Sonntag doch nochmal bei der 218, weil ich habe gar nicht realisiert, dass wir da was ganz Geiles haben. Oh, verkehrt, ausgewählt. Und zwar haben wir hier im Fahrplanmodus die Möglichkeit, die 218 auf der Strecke Dresden-Riesa zu fahren. Und warum machen wir das nicht? Haha. So, wir nehmen uns mal hier schöne Frühfahrt. Haben wir denn hier so? So mitten in der Nacht. Finde ich eigentlich ganz geil auf der Strecke immer. Von Riesa nach Dresden fahren wir einen Güterzug mit der 218. Ha! Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Und hoffentlich als Doppeltraktion das Ganze. Ah, meine absolute Lieblingsstrecke im deutschsprachigen Bereich, weil halt enorm viel Abwechslung. Also die Strecke an sich im Fahrplanmodus und natürlich auch von dem Zugmaterial, was da benutzt wird. Regionalbahn, Express, Intercity, ICEs und Güterverkehr. Ich glaube, es gibt keine Strecke, die so geil bestückt ist. Und auch von den Fahrzeugen her. Unter anderem jetzt hier im Summersale sehen wir hier ganz hinten die Vectron gerade. Die fährt hier natürlich auch rum. Dann gucken wir mal, ob uns da heute die ein oder andere Vectron entgegenkommt. Für alle von euch, die heute Spaß mit mir haben, ihr dürft den Kanal abonnieren. Ihr aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Däumchen nach oben nicht vergessen. Blablub, tralala. 1881 Tonnen mit einer 218. Das ist aber mutig. Okay, also, machen wir die Kiste startklar. Zack. Instrumentenbeleuchtung machen wir hier schon mal an. Dann brauchen wir nämlich nicht zweimal hier um. Zack, zack. Ne, das war verkehrt. Den da wollen wir. Puff, puff. Zack. Und dann vorwärts. Und dann brauchen wir nur noch die Bremsen aufsperren. Und Ausfahrt haben wir auch schon. Ah, schön mit den HL-Signalen hier auch noch. So, was fehlt noch? Bremse ist aufgesperrt jetzt, ne? Ah, jetzt lösen sie auch. So, dann bin ich mal gespannt. Ah, muss nochmal die Bremsen anlegen. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Führerstand. Natürlich nicht. Müssen wir auf die andere Seite gehen. Bei 1800 Tonnen fahren wir nicht in der oberen Zugart. Ganz vergessen. Das ändern wir mal ganz schnell. Boah, das schön, der Kompressor wieder hier am Ackern ist. Machen wir hier einmal kurz untere Zugart und Bremsstellung in G und nicht in R. Wollen ja nichts kaputt machen. So, dann sind wir fahrbereit. Ich muss nur noch die PZB einmal neu starten. Jetzt ist sie komplett aus. Jetzt ist sie an. So, wunderbar. Gut, sind wir startklar, oder? 1800 Tonnen mit einer 218 finde ich mutig. Aber wird sie ordentlich pumpen. Zugspitze haben wir. Ja, da fehlt doch ein. Nicht. Habe ich nicht alle angemacht? Nein, mittlere habe ich vergessen. Jetzt aber. Boah. Guck mal, wie sie ackern muss. Das arme Ding. Das ist so ein bisschen, als würde man eine Oma vor einen LKW spannen zum Wegziehen. Boah, das wird aber eine Herausforderung, Freunde. Lösen noch mal ein bisschen. Und nicht zu viel Leistung aufschalten. So, wir kontrollieren mal kurz, ob wir da einen Zugschluss haben. Nein, haben wir nicht. So, die Nummer mit dem Wechselblinken ignorieren wir. Einfach gekonnt ignorieren. Haben wir jetzt eine ganze Woche 218. Mehr 218 geht gar nicht auf einem YouTube-Kanal. Doch, geht schon, aber wir wollen es ja nicht übertreiben, oder? Oh Gott, die arme Lok, ey, ich habe so richtig Mitleid. Also aber auch ein bisschen utopisch, hier mit einer Lok das Ding durch die Gegend zu fahren. Ich könnte jetzt natürlich noch eine zweite Lok davor kuppeln, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von der Fahrplanfahrt. Aber ich denke mal schon, dass das machbar ist, wenn wir die Berge, also so ein paar Hügel haben wir ja, wenn wir da mit genug Schwung anfahren, dann sollte das eigentlich alles passen. Machen wir mal Hebel nach vorne.
auch schön mit HL-Signalen ausgefahren hier. Ein kurzes Stück haben wir hier in Riesa HL-Signale. Nachher nochmal, ich weiß nun immer nicht, wie das Dorf da hieß. Wo das war. Irgendwas mit C. Die beiden Kollegen vom Stellwerk, die grüßen wir mal ganz lieb. Ich bin nur durch dieses eine DLC auf unter 30% wieder gefallen mit PSW-Tracker, warum auch immer. So viel Inhalt war das jetzt ja nicht, 15 Aufgaben nur oder 19. Okay. Ich wollte mein YouTube Studio aufmachen, damit ich mal nochmal über die Kommentare drüber gucke, ob irgendwas Neues gekommen ist. Also ich nehme ja heute relativ viel auf. Das heißt, es werden sehr wahrscheinlich nicht viele Kommentare neu dazugekommen sein. Überprüfung ausstehend ist auch nichts. Was seid ja zum Glück alle relativ zivilisiert, dass ich nicht ständig hier irgendwie gucken muss. Dass ihr irgendwelchen versauten Kram schreibt. Aber ich werde mir das ab sofort wirklich angewöhnen, dass ich auf die Kommentare von euch mal in den Videos eingehe. Ich glaube, da habt ihr auch Mehrwert von, wenn ich das mache. Also Kommentare lohnen sich dann nochmal doppelt. In 31 Minuten sollen wir hier unterwegs sein. Hui. Guck die mal auf hier. Im Hintergrund gerade wieder so ein Idle Game laufen. Da bockt gerade ein paar Typen auf. Boah. Das haben wir relativ schnell im Griff. Da machen wir uns auch nicht ins Hemd wegen. Aber hier können wir ganz gemütlich auf dem Gas bleiben. Passiert ja eh nicht viel. Wir dürfen sogar theoretisch 120 fahren, aber da wir in der unteren Zugart unterwegs sind, Freunde, fahren wir natürlich nur maximal 105 bzw. 100, ne? Aber ich habe eben so meine Bedenken, ob wir das hier hinkriegen. Der Lok. Habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, das sind berechtigte Zweifel, oder? Alter, die arme Lok. Halt auf Volllast laufen. Das gesund ist, ich habe so meine Zweifel. Danach kannst du die gerade rüberbringen nach Rügen. Die Abstellung. Zusammen. Einfach Vollgas. Gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. Tututu. Dresden-Riesa kann ich mir hier gerade mal raussuchen. Aber die Folge, die ich davor gemacht habe, die ist jetzt gerade schon am Hochladen. Also Leute, es lohnt sich Mitglied zu werden ab heute, weil ihr dann richtig, richtig schön viel Material vorab bekommt und ihr unterstützt mich damit ja natürlich auch. Da ist Dresden-Riesa. So, wenn wir jetzt gleich auf den Abzweig, auf die Fernbahn fahren. Da hinten, da wird es dann schwierig, weil da geht es einmal richtig steil bergauf. Also bis dahin sollten wir die 100 km/h nach Möglichkeit zusammenkriegen. Ich hätte jetzt mit Doppeltraktion gerechnet bei einem so schweren Güterzug. Aber
Aber es ist ja nun mal leider so, dass die Güterzüge ändern sich ja nicht, sondern es ändert sich einfach nur die Lok, die wir dafür benutzen können. Da hier wahrscheinlich nur 185 oder 100 Vectron vor dem Zug im Normalfall fahren sollte, wird es wahrscheinlich daran liegen, dass wir dann jetzt nur mit einer Lok durch die Gegend fahren, weil die Vectron oder die 185 wahrscheinlich auch nur als eine Lok gefahren wäre. Kriegen wir hin. Solange wir genug Schwung immer für den für Berge haben, passt das. Aber natürlich hier irgendwie schon mitten im Sommer, ne? 4.08 Uhr und es wird schon hell. Hätte ich schöner gefunden, wenn es ein bisschen dunkler gewesen wäre, damit wir ein bisschen die Lichtstimmung mitnehmen können. Wobei die Lichtstimmung hier an der Stelle jetzt auch gar nicht so grausam ist. Kann man sich gefallen lassen. Verstanden haben, gehen Frau und Mini-Flausch auch gleich ins Kino. Ach, guck mal hier. Hauptschalter aus, erwarten. Brauchen wir nicht. Ausgetrickst. Im Smiley zeigen wir ganz bequem den Mittelfinger. Heute bin ich ignorant. Ich ignoriere EL-Signale. Für irgendwas muss so eine 218 ja gut sein. Ich kann es vergessen, dass da noch die Einschaltstrecke ist. Schutzstrecke, Entschuldigung, nicht Einschaltstrecke. Ich sage immer Einschaltstrecke. Ich weiß nicht, wann ich mir das mal angewöhnt habe. Es ist eine Schutzstrecke. Nünschritz. Da mache ich mich immer so ein bisschen drüber lustig über Nünschritz. Aber auch Namen für deutsche Dörfer und so, die sind schon sehr makaber. Ja, mal in die Kommentare die lustigsten reinschreiben, die ihr so kennt. Macht ihr aber jetzt nicht sowas wie Ludwigshafen reinschreiben. Ist zwar auch lustig, aber... Oder zumindest nicht ernst zu nehmen. Leichter Regen. Das regnet schon wieder. 24 Grad, leichter Regen, das ist scheiße. Weil dann wird die Luft wieder so unangenehm. Das ist jetzt jeder Bahnhof ein Checkpoint. Nee. Weiß ich noch. An Dresden Mitte sind wir schon. Dann war's das. Auch 4 Promille reichen, um uns auszubremsen. Waren schon bei 84. Das wird eine entspannte Fahrt, Leute. Wenn wir die ganze Zeit auf Vollgas bleiben können, dann ist das ja entspannt. Habe ich den Manometer gerade oben wieder gesehen. Hier schon wieder Gänsehaut. Einfach das, was ich so schön finde an der Strecke hier mit den gelben Lampen an den Bahnsteigen zum Beispiel, so wie das ja in den 90ern fast überall normal war. Weißt du, bei Großenheit Gleis 1 stillgelegt? Können wir mal einer erklären. Ja, Bahnsteig stillgelegt, oder was? Aber mit den 33 Minuten kommen wir nicht hin, weil die 33 Minuten sind ja nicht auf die 218 geschrieben. Und wenn wir es noch nicht mal schaffen, auf 100 zu kommen, dann werden wir wahrscheinlich so 5 bis 10 Minuten länger unterwegs sein. Aber ist ja egal. Da machen wir uns auch keinen Stress. Demnächst der Abzweig.
Da bin ich mal gespannt, ob wir das da hochschaffen, weil hier geht es auf jeden Fall mal den Berg hoch, dahinter natürlich wieder runter, aber eigentlich sollte das passen. 74 und Vollgas. Wird eigentlich gehen. Ah, was ist? Mega-Ruckler, kennen wir. Hier haben wir auch schon mal ein bisschen rumrangiert, da unten, in der V60. Kommt eine Raffinerie oder sowas, was da unten ist. Und gleich dürfen wir 130 fahren. Dein Ernst? Ja doch, ist tatsächlich ein stillgelegter Bahnhof hier. Obwohl man die Strecken eigentlich inzwischen gut kennt, ne? Man entdeckt trotzdem immer wieder neue Sachen. Das ist auch nicht schlecht. Kamerawechsel, warum muss das teilweise immer so ausarten? Jeder hat einen Zug eigentlich. 495 ist auch wieder sehr schwer dafür, dass wir hinten die bedeckten Güterwagen haben. Aber ein Foto mache ich hier noch nicht, das mache ich nachher, wenn wir in der Dresdner Stadt sind. Ein bisschen interessanter. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass während des Deutschland-Spanien-Spiels trotzdem noch so viele Leute meine Videos geschaut haben. Also ich hatte jetzt irgendwie einen speziellen Einbruch oder so. Gab mal Zeiten, da war ich froh, wenn ich in jeder Stunde einen Klick hatte. Jetzt bin ich inzwischen beinahe in der Phase, wo ich wirklich durchgängig teilweise am Nachmittag so 50 Wiedergaben pro Stunde habe. Was für mich schon enorm viel ist. Aber ihr helft mir ja momentan auch enorm beim Wachsen, also auch von den Abonnenten her. Da möchte ich mich bei euch allen auch nochmal recht herzlich bedanken für die Unterstützung, die ihr mir hier jetzt schon seit geraumer Zeit zukommen lasst. Vor allem auch an die, die mich von Anfang an unterstützen. An dieser Stelle. Muss ich mich auch mal bedanken. Jetzt kommt der steile Teil. Boah, ich liebe diese Lok, ey. Ich glaube nicht, dass wir die überhaupt bekommen haben. Lieber es. So, also, jetzt die Brücke hoch. Mal, dass wir das schaffen. Eigentlich soll es denn hier oben dann wieder leicht bergab gehen. Wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen können für den nächsten unter Umständen Berg. Also so gut kenne ich die Strecke jetzt nicht. Mit den E-Lokomotiven muss man da auch nicht so unbedingt drauf achten. Weil die E-Lokomotiven, die schaffen ja 1800 Tonnen ohne Probleme. Solange wir jetzt hier irgendwie nicht 22 Promille oder so haben. Seht ihr oben schon 11 Promille. Das ist schon viel für die Lok mit dem Zug hinten dran. Haben wir uns jetzt unbewusst eine Herausforderung gesucht. Ich glaube auch, wenn wir einmal stehen an so einem Berg, dann ist Feierabend mit der 218. Das kriegen wir nicht mehr bewegt.
gerade wieder ein Bild im Discord mit dem Intercity 3, dem neuen Talgo. Auf die freue ich mich eigentlich schon, auf die Züge, weil ich echt gespannt bin, was die können. Jetzt geht's mal ein Promille bergab. Jetzt müssen wir möglichst viel Schwung mitnehmen. Warten wir noch, bis die anderen Güterwagen über den Berg drüber sind, dann fangen die ja an zu schieben. So ruhig mal so 5-6 Kilometer bergab gehen. Wieder leicht bergauf. Aber wir haben es schon wieder auf 70 hoch. Ein bisschen Däumchen drücken jetzt. Das hat schon drauf am Warten, die Pressestimmen aus dem Ausland. Versaut Deutschlandspiel, das passt ja zum Thema. Es gibt sicher bessere Tage zum Bahnfahren als ein EM-Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Aber hey, der Staatskonzert hat versprochen, für die Fußballfans zu sorgen. Was soll da schon schief gehen? Was? Ich lese mal vor. Ich, der Reporter, steige in den ICE von Frankfurt nach Berlin. Verspätung klar, aber nur 5 Minuten. Das ist mal von chronischen Zu-Spät-Kommern ganz anders gewöhnt. 17.18 Uhr, Abfahrt. Ich logge mich ins sogenannte WLAN ein. Will nur schnell E-Mails checken. Stattdessen lädt und lädt und lädt das Programm. Euer Ernst? Nicht heute, Leute. Mit Mühe und Not setze ich einen sarkastischen Tweet bei meinem privaten Twitter-Profil ab. Um 17.44 Uhr schreibe ich, das Öffnen einer E-Mail dauert circa eine Minute. Wie wird die Verbindung wohl gleich bei irgendwo funktionieren? Ich tagge den Konzern, von den sonst so mitteilsamen Social Media Managern werde ich nie eine Antwort bekommen. Guten Arbeiten vermutlich immer am Anschlag, so viel wie es derzeit über die Bahn zu schimpfen gibt. Bei der Bahn hilft nicht mal beten. Während mir übel schwant, gehe ich auf die sportschau.de, um den Livestream zu starten. Denkste, der Bildschirm bleibt grau. Grau beim Deutschlandspiel. Bei der Bahn hilft kein Refreshen, kein Beten, da hilft nichts. Okay, cool bleiben. Hoffmann, wir schreiben das Jahr 2024. Du sitzt in einem fast 40 Millionen Euro teuren Zug, gebaut vom Staatskonzern einer großen Wirtschaftsnation. Okay, das kann man jetzt sehen, wie man will. Wird schon. Wird es nicht. Minutenlang lädt der Livestream ins Endlose. Trotz zigfache Refreshes, 18.17 Uhr fahren wir in Fulda ein, bewegt Bild, während der ICE steht, Pustekuchen. Muss es eben das eigene Datenvolumen richten. Parallel öffne ich die Bild-App, aber wer schon mal durchs hessische Hinterland gefahren ist, weiß, das ist einfacher gesagt als getan. Zumal da auch schon der erste Tunnel kommt, also beginne ich diesen Text. Ich muss ganz ehrlich sagen, zwischen Frankfurt und Fulda habe ich mit dem Internet noch nie Probleme gehabt, wenn ich mein eigenes Datenvolumen benutzt habe.
Was war das? Über meine Kopfhörer höre ich abgehackt Stadionatmosphäre, ein zaghaftes Lebenszeichen des Hotspots, den ich vom Handy für den Laptop eingerichtet habe. Ungläubig wechsle ich in den Browser, pixelig wie das Videospiel FIFA 96, als es auf den Markt kam, aber ich sehe grüne Rasen, ich erkenne weiße Trikots, das ist eindeutig Fußball, was da läuft. Wobei läuft, meint, der Ball ist irgendwo, dann puffert der Stream 1, 2, 3 Sekunden und plötzlich ist die Spielszene eine ganz andere. Unweigerlich muss ich die Älteren werden sich erinnern an die ersten Pay-TV-Spiele bei Premiere denken. Damals konnte man Spiele ohne Abo noch als Krickelkrakel auf dem Röhrenfernseher gucken. Verglichen mit dem Pixelsalat hier war das Urlaub für die Augen. Um 18.32 Uhr hat dieses unwürdige Schauspiel ein jähes Ende. Das Video kann leider nicht abgespielt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Was für böse Mächte sind hier am Werk? Der Fluch von Ex-Bahnchef Hartmut Medorn. 18.47 Uhr, Kassel-Wilhelmshöhe. Der Sitznachbar zu meiner Rechten ist inzwischen eingepennt. Klar, ist ja nur Fußball-EM. Wen interessiert? Ich öffne die Bild-App. Geiles Spiel, schreiben die Kollegen. Yo, nur nicht für mich. Der Spaß ist mir inzwischen endgültig vergangen. Ich konzentriere mich aufs Schreiben dieses Textes. Das nächste Mal, als die App gnädigerweise geladen hat, lese ich Tor für Spanien. Scheiße. Ich klicke um 19.20 Uhr auf den Bild-Live-Ticker. Das Tor war einfach vor rund 8 Minuten gefallen. Ich habe nichts mitbekommen, trotz zusätzlichem Toralarm bei den Kollegen vom Kicker. Schöne Grüße aus dem Dauerfunkloch in Richtung Bahntower und Bundesdigitalministerium. Bei Hildesheim 19.35 Uhr tut sich nichts. Die Highlights in Wagen 12. Der Powernapper ist wieder wach. Der Mann schräg links gegenüber hat die zweite Büchse Paderborner aufgezogen. Meine Tischnachbarin liest, in der Stadt ist meine Handyverbindung plötzlich astrein. Laut Ticker sind noch 13 Minuten zu spielen. Füllkrug an den Pfosten, schreit es mich aus dem Bildticker an. Seltsam, emotionslose lese ich die Nachricht und der einzige Pfosten, an den ich denken kann, ist der Typ, der bei diesem ICE den Router gewartet hat. Eine WhatsApp meiner Mama reißt mich aus den Gedanken, das Foto natürlich minutenlang geladen, zeigt mein Vater in den tiefsten Ostslowakei. Er guckt Fußball in einer 50 Wochen im Jahr leerstehenden Wohnung, die gar kein Internet hat. Der ist gut, der ist super. Cousin Dodi hat geholfen, schreibt sie. Im Zug geht natürlich nichts, antworte ich sie 5 Minuten später, gerade 1-1. Der Wahnsinn geht weiter, aber die Euphorie ist schlagartig verflogen, denn Verlängerung heißt, dass sich der ganze Wahnsinn des Daueraktualisierens mit ca. 5%iger Erfolgsquote hier noch mindestens weitere 30 Minuten zieht. In Wolfsburg, 20.17 Uhr, hat sich ergebnistechnisch nichts getan, dafür hat meine Mutter mir ein Foto eines Hundes geschickt, der ein Deutschland-Trikot trägt. Den Handaufreger nicht mitbekommen, Kartenflut keine einzige gesehen. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg versagt mein Handyempfang großflächig, also nichts wie Richtung Bordbistro Bier besorgen. Das 2:1 für Spanien kriege ich auf dem Weg dorthin mit. Menschen mit krummem Rücken vor ruckligen Bildschirmen, Kopfschütteln, Flüche, Resignation. Auf dem Rückweg rede ich mit ein paar Leidensgenossen. Ein heiliger Tenor, bitte mitschreiben, liebe Barmanager. Unverschämt, was der Konzern da mal wieder abgeliefert hat. Am Platz angekommen, lese ich bei der Bild aus der Traum. Immerhin, meine beiden kleinen Bier sind kalt, auch das keine Selbstverständlichkeit bei der Deutschen Bahn. Ja, das ist ja mal alles auf den Punkt gebracht, was bei der Deutschen Bahn tief läuft. Also ist von Bild, von der Bild-Zeitung, ihr wisst ja, da muss man halt auch mal ein bisschen gucken, inwiefern da alles richtig ist, aber das ist schon, also das bringt schon die Bahn auf den Punkt, was die Bahn so für missbaut. Ich bin nur ein bisschen darüber entsetzt, also Effenberg, hat der dasselbe gesehen wie ich? Weil der sagt, das wäre kein Handspiel. Ganz Deutschland diskutiert über das vermeintliche Handspiel von Marc, wie heißt der? Kukurela. Schiri Taylor pfeift keinen Elfmeter und hat für Stefan Effenberg richtig gehandelt. Der Ex-Nationalspieler in seiner Kolumne: Die Aktion von Spaniens Marc blablub war für mich kein Handspiel. Da gibt es keine Diskussion. Kukurelas Hand bewegt sich nicht vom Körper weg, sondern zum Körper hin. Er zieht den Arm weg. Das ist ein großer Unterschied. Und da gibt es für mich den Ausschlag hier nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Kann man sehen, wie man will. Wie gesagt, mein Problem bei dem Handspiel ist nicht, dass ich jetzt sage, das wäre kein Handspiel gewesen. Sondern mein Problem ist halt, dass dort eine Sekunde vorher was passiert ist, was das Handspiel überhaupt gar nicht ausschlaggebend gemacht hätte. Es kann aber auch sein, dass ich mich da verguckt habe. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich jetzt so ungefähr wissen, was ich da gesehen haben will. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Ne? Das ist einfach nur, was ich gesehen habe.
Deswegen, also das Handspiel an sich hätte er pfeifen können oder hätte er müssen. Also meines Erachtens war das ein klares Handspiel. Aber es ist halt 2 Sekunden vorher oder 1 Sekunde vorher noch was anderes passiert, was für mich dieses Handspiel eigentlich obsolet macht. Aber egal, wir haben ein super Turnier gespielt, wir haben uns gegen Spanien super angestellt. Wir können, also ich finde, wir können richtig stolz sein auf unsere deutsche Nationalmannschaft. Vor allem auch darüber, wie sie gespielt haben und wie sie sich gegen Spanien behauptet haben. Und Spanien war ja ganz klar der Favorit aus dem Spiel und ich finde, dass die Deutschen ab der zweiten Hälfte wirklich das bessere Spiel gemacht haben. In der ersten Hälfte haben sie sich ein bisschen schwimmen lassen, aber ansonsten ganz klar, also muss man eigentlich einfach sagen, dass sie in der zweiten Hälfte und in der Verlängerung war Deutschland die wirklich stärkere Mannschaft. Und die Statistiken, also ich bin ja so ein Statistikmensch, der auch mal so ein bisschen guckt, ne, wie sieht es mit Ballbesitz aus, mit Torschüsse und so. Und da hatten wir am Ende, waren wir sogar vor Spanien nach den 120 Minuten. Aber ich sage ja immer so schön, beim Fußball, da gehört nicht nur Können und Fußball mit rein, sondern auch immer dieses kleine Stückchen Glück. Und das hat mal die eine Mannschaft, mal die andere Mannschaft. In diesem Fall war es bei Spanien. Dieses kleine Glück, was man braucht. Nächstes Mal ist es vielleicht wieder bei Deutschland, man weiß es nicht. Aber ich reg mich darüber jetzt auch nicht so auf. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie stark geknickt von dem Spiel, dass wir das verloren haben, weil ich bin HSV-Fan, Leute. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Da ist man Enttäuschung gewöhnt. Werdet HSV-Fan, Freunde, und ihr kommt mit jeder Enttäuschung in eurem Leben klar. Egal, was es ist. Also der HSV ist da schon ein sinnvoller Verein. Da kommt ihr wirklich mit allem klar. So, jetzt habe ich aber genug hier Witze gemacht. Aber der Text, der ist geil. Also der bringt wirklich in einer Kolumne hat er jetzt wirklich alles auf den Punkt gebracht, was bei der Deutschen Bahn schief läuft. Das Einzige, was interessant war, ist, dass sein Zug nur 5 Minuten Verspätung hatte. Das war jetzt interessant. Aber man muss sich das mal wirklich reinziehen, ne? Das Staatskonzern, der hat ja recht, ne? So ein scheiß ICE, der kostet 40 Millionen Euro. Und die sind nicht in der Lage, Internet vernünftig in diesem Zug zur Verfügung zu stellen. Also ich bin ja wirklich so, dass wenn ich Gastfahrten habe oder so als Lokführer, dann lade ich mir meine Sachen vorher runter. Also ich habe immer so eine Kontingent an Sachen, die ich mir runterlade. Also ich habe immer so Videomaterial, so 5 Stunden habe ich immer auf dem Tablet. Wenn ich Serien zum Beispiel habe, dann habe ich immer eingestellt, dass wenn ich eine Folge fertig geschaut habe, sobald er sich das nächste Mal mit irgendeinem WLAN verbindet, dann lädt er automatisch die nächste Folge runter. Bei Serien. Ansonsten Filme lade ich mir immer so, dass ich 4, 5 Filme habe ich immer auf dem Tablet. Und dadurch habe ich das Problem mit dem Internet nicht. Also ich versuche jetzt unterwegs auch keinen Livestream oder so zu gucken. Wenn ich mal Fußball unterwegs verfolgen sollte, was ja beim HSV durchaus vorkommt, dann habe ich einen Live-Ticker im Hintergrund an. Auf dem Handy dann. Aber ich verlasse mich nicht darauf, dass ich irgendwo unterwegs in einem Zug Internet habe. Ich meine, man muss ja auch mal so ein bisschen dran denken, ne? In so einem ICE, da passen 700 Leute rein, ne? Wenn die alle gleichzeitig ins Internet gehen, dass dann so eine gewisse Bandbreite irgendwann mal fehlt. Das ist natürlich klar, dass dann irgendwann nicht genug Bandbreite da ist, aber naja. Einfach nicht drauf verlassen, weil die Digitalisierung ist in Deutschland bis heute noch nicht angekommen. Das ist leider das Problem. Also in England, als ich da war, habe ich überall Internet gehabt. Auf Fuerteventura, wenn wir da Urlaub machen, habe ich auch immer überall Empfang. Also es gibt, da muss ich nicht. Es gibt da so Momente, wenn ich hier in Deutschland als Lokführer unterwegs bin, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt da und da brauche ich eh nicht drauf. Also da passiert auf dem Handy eh nichts oder auf dem Tablet. Ne? Sowas gibt es auf Fuerteventura zum Beispiel gar nicht. Oder auch in Ägypten habe ich das noch nicht gehabt. In Ägypten, da benutze ich ja mein Handy eigentlich nur in der Hotelanlage, weil wegen Roaming und so. Gerade darauf am achten, ob meine Vorab-Videos hier auch ein bisschen geklickt werden von den Mitgliedern, aber aktuell schaut das nicht so aus. Jetzt muss ich sogar ein bisschen gegenbremsen hier.
Will ich mal kurz gucken. Ich will kurz auf der Karte gucken, wie das Ding da. Coswig hieß es, genau. Wollte ich wissen. Noch 14 Kilometer und 36 Minuten unterwegs. Ich habe ja so gesagt, so über den Daumen 10 Minuten länger wird es dauern. Oh, Mini-Flauschi sind weg. Sind die schon ins Kino? Formel 1 ist ja heute auch noch. Oh, da blinkt was. Ah, 130, da brauchen wir nichts bremsen. Bring die Sache an, Spaß zu machen hier. Ah, okay, Mini-Flauschi will nicht ins Kino. Einzige Kind, was ich kenne, was nicht freiwillig ins Kino will. Ich glaube, ihre Cousine kann nicht mit, deswegen will die nicht. Naja. Naja. FC 24 spielen. Man muss sich echt dran gewöhnen, das Ding nicht mehr FIFA zu nennen. Ich muss mehr bremseln. Kollegin. Sonst muss ich Luft dazu nehmen. Und das jetzt hier nicht mal ein bisschen langsamer wird. Bei 105 kriege ich eine Zwangsbremsung in der unteren Zugart. So. Da bremst gar nichts gegen, ne? Aber jetzt nochmal gucken, ob er jetzt mal anfängt, hier ein bisschen gegen zu bremsen. Ja, jetzt. Ja, er bremst schon. Also, der hat es einfach nicht geschafft mit der dynamischen Bremse. Aber jetzt müssen wir die dynamische Bremse voll reinhauen. Wenn wir auf dem Überwerfungsbauwerk sind, dann können wir davon ausgehen, dass es massig bergab geht hier. 6 Promille. Also ein bisschen Luft dazu. Nicht drumherum. Sonst würden wir zu schnell werden. Also wieder auslösen. Natürlich jetzt in einem Zug, der komplett in G ist. Nicht so eine gute Idee, so in der Luft rumzurühren. In der Realität würde man das so nicht machen. Das kann nämlich zu fester Bremse führen. Feste Bremse ist immer schlecht. War jetzt der Abzweig. Genau. So, jetzt fahren wir auf Dresden-Neustadt zu. Vielleicht fahren wir sogar durch den Güterbahnhof. Aber es gibt keine Fahrplanfahrten durch den Güterbahnhof. Wir müssen eigentlich auch mal gucken, ob es diese Güter, also diese Zugfahrt da noch gibt, die auf irgendwo dazwischen Dresden Neustadt und Dresden Hauptbahnhof einfach die Richtung wechselt und rückwärts wieder zurückfährt. Die inzwischen gefixt haben. Ich glaube, ich werde ab morgen eine englische Woche machen, weil das Video morgen für DTG ist eh in England. Dann haben wir ja die neue Baureihe ab Mittwoch. Das heißt, ich muss für Dienstag eigentlich auch irgendwas Englisches machen. Dann machen wir eine englische Woche. Ich guck mal, was ich da noch an Szenarien habe. Diese Strecke hier. Ne? Es ist wirklich, es ist erstmal so insgesamt eine wunderschöne Strecke und zweitens mal
Ist es halt einfach auch von der Abwechslung her, ist das hier ungeschlagen, Dresden-Riesa. Das ist einfach so. Also die einzige Strecke, die da wirklich jetzt von allen Strecken insgesamt noch rankommt, ist die Southeastern High Speed. Aber ansonsten haben wir keine andere Strecke, die mehr Abwechslung bietet. Richtig geil wäre es natürlich gewesen, wenn wir auch noch die, also wenn die einfach die Taranta-Rampe da noch mit als eine Strecke rangebaut haben. Aber da sind wir wieder bei der Old-Gen-Konsolen. Die ja leider alle anderen bis heute immer noch einschränken. Aber ich habe es euch ja schon ein paar Mal erklärt, ne? Ein Großteil der Verkäufe letztes Jahr lag immer noch bei den Old-Gen-Konsolen, und zwar über 50%. Und dann würde ich als Unternehmen auch hingehen und sagen, ich schmeiße die noch nicht auf den Müll. Ist natürlich für alle Spieler ärgerlich, aber ihr müsst immer dran denken, DTG ist ein Unternehmen, die müssen Geld verdienen, damit sie existieren können. Und wenn ich 50, also mehr als 50% meines Umsatzes mit der PlayStation 4 und der Xbox One erwirtschafte, dann würde ich auch da weitermachen. Selbst bei 25% würde ich da immer noch weiter verkaufen. Da kann man denen keinen Vorwurf machen, weil auch die müssen wirtschaftlich arbeiten. Und da auch nochmal zu den Preiserhöhungen, wo sich ja immer viele drüber aufregen. Wie gesagt, die Preispolitik finde ich nicht in Ordnung. Das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dass man den, also egal ob viel oder wenig Inhalt, man immer denselben Preis bezahlt. Das ist nicht okay, das finde ich auch so nicht richtig. Aber die Preiserhöhungen, die sind für mich vollkommen in Ordnung, weil nicht nur wir Deutschen, wir haben die Inflation, sondern auch die Ladies and Gentlemen auf der Insel, die haben auch eine Inflation, und bei denen ist die Inflation nochmal wesentlich krasser als bei uns. Abgesehen davon, dass der Pfund immer weniger wert ist. Die müssen ja auch gucken, dass sie irgendwo bleiben. Weil die haben auch Kinder und Häuser und Familien, die finanziert werden wollen. Da müsst ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Leute, die da entwickeln, die machen das zwar schon, weil sie Spaß an ihrem Job haben, aber die machen das auch, weil sie da ihr Geld verdienen. Ne? Dürft ihr immer nicht vergessen. Würde ich euch darum bitten, dass ihr das nicht vergisst. Sagen wir es mal so. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, dann werde ich die auch hochladen. Das heißt, die Mitglieder werden die sehr wahrscheinlich heute, also nicht heute, also gestern schon sehen können. Wie gesagt, ich bin jetzt ganz, ganz viel im Voraus am Aufnehmen. Ich habe jetzt auch schon einen richtigen Zettel liegen, wenn ich das alles notiert habe, was ich wann mache. Also ich habe jetzt keinen Plan gemacht, was ich wann mache, sondern ich habe einen Plan gemacht, dass ich weiß, für welchen Tag ich was jetzt schon hochgeladen habe. Weil mit The Bus soll es ja auch weitergehen. Leider muss ich da nochmal bei der einen oder anderen Karte ein bisschen warten, weil die noch nicht auf die neue Version 2.5 geupgradet ist. Bei der Ludwigshafen-Überland-Map ist das schon der Fall. Heißt, ich werde mich da heute auch nochmal dran setzen. Das, denke ich mal, werde ich nach der Formel 1 machen, dass ich da nochmal die fehlende Linie zeige, weil eine Linie fehlt da ja noch. Und dann muss ich mal den Willi noch fragen. Das ist der, der die Oberhavel-Map gemacht hat. Wie weit bei dem das denn ist mit dem Update. Und dann haben wir noch eine neue Karte, die ich euch zeigen möchte bei The Bus. Also mit The Bus werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Wochen nochmal richtig beschäftigen. Und dann kommt ja die 143er Linie, die kommt ja auch noch von den TML selber. Das heißt, dass wir da ja auch nochmal eine neue Linie in Berlin bekommen, was ja auch nochmal zwei Folgen werden. Und dann hoffentlich kommt vor Weihnachten, wünsche ich mir so sehr, dass Hamburg dieses Jahr noch kommt. Das wünsche ich mir so sehr. Warum ich jetzt schon bremse, ist, weil ich hier streckenkundig bin. Also ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich weiß, dass da vorne gleich die 80 kommt und dann normalerweise durch Neustadt auch mit 60. Bei Hamburg habe ich richtig Bock drauf. Aber ich habe auf alles Bock, was in Hamburg spielt. Aber 80, mal gucken, ob wir eine Zugbeeinflussung kriegen, weil dann muss ich bremsen. Das soll auch so sein.
im Idealfall. Also wenn wir jetzt 96 gefahren werden oder 95, das kann auch bei 95 schon passieren, wenn der Geschwindigkeitsprüfer vielleicht sehr scharf eingestellt ist, dann hätten wir jetzt einen Zug beeinflussen bekommen. Haben wir nicht gemacht. Also haben wir hier mal die dynamische Bremse rein, ein bisschen Luft dazu. Das sollte eigentlich schon reichen, um mit 80 da dann durchzufahren. Aber ich glaube, die Taranta-Rampe hätten wir mit dem Zug so definitiv nicht geschafft. Da würde ich sogar Wetten drauf abschließen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Knopf kommt man denn den Fotomodus aktivieren. Ey, sowas fangen wir nicht an, dass ich jetzt hier die Videos unterbreche, für ein Foto zu machen. Das ist nicht mein Stil. Alles grün hier. Eigentlich hätte ich jetzt gerne Bock, in Dresden-Neustadt ein Bild zu machen. Dürfen wir wirklich mit 80 durchknallen? Seid ihr euch da sicher? Jetzt eigentlich mit 60 durch Dresden-Neustadt geplant. Ach, guck mal hier, schöne Vectron, aber die Railpool, also keine von uns runtergeladene Lackierung. Jetzt spackt er natürlich wieder wegen meinen Thumbnails. Sind wir auch schon. Oh, die werden gleich kommen. Irgendeins davon wird schon passen. Oh, den Koffermann, den haben wir gerade mit nach Hause genommen. Ja, jetzt hört ihr auch, dass die Thumbnails kommen. Tududu. Bei so einer Strecke wie Dresden-Riesa ein bisschen schwierig, an der Stelle Thumbnails oder irgendwie irgendwas anderes zu machen, weil der ja eh schon, also die Unreal Engine 4 hier an der Stelle eh schon überfordert ist mit dem Rendern. Hat Matt ja mal erklärt in einem Livestream, warum das bei Trains and Worlds und höheren Geschwindigkeiten und wenn viele Sachen geladen werden müssen im Hintergrund, also Texturen, Objekte und so, das hat der Matt ja mal erklärt, warum da dann diese Mikro-Ruckler, die jetzt in diesem Fall ein bisschen stärker sind, zustande kommen. Ich merke, das ist auch die FPS jetzt gerade eine Vollkatastrophe. Führerstand zumindest. Steht die Sonne ein bisschen ungünstig. Aber wir sind schon am Bremsen, also die 55, die schaffen wir. So, dann lassen wir jetzt schön ein bisschen den Hauptbahnhof durchrollen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Güterbahnhof hier echt... Hä? Wo fahren wir denn dahin? Ach, das ist der Hauptbahnhof. Oh, ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, ich war jetzt irgendwie mit dem Kopf da. Hier haben wir auch nichts zu tun, ne? In dem Bereich hier. Obwohl dort der ein oder andere Zug da hinten tatsächlich steht. Aber das ist wahrscheinlich für KI. Weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir irgendwie sowas in der Richtung haben. Können wir eigentlich mal hinfliegen, oder? Warte mal. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Gut,
Mut zum Fliegen. Da geht's runter. Mal schön die Seefahrt drücken. Was steht denn da hinten für ein Hobel? Das sieht mich jetzt so doch. Talent. Dreiteiler. Ah, okay, alles klar. Für Bescheid. Gibt es da auch eine Fahrplanfahrt und ich habe sie einfach noch nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Weil das Talent steht ja da unten. So, halt erwarten. Dann wollen wir den Zug mal übergeben. Dann machen wir Feierabend für heute. Ich will nicht zu schnell da reinfahren, weil ich weiß nicht, wie der Zug jetzt am Ende dann doch wirklich bremst. Die dynamische Bremse geht mal wieder gar nicht. Irgendwann müsste auch ein 500-Hertz-Magnet kommen. Dann müsst ihr aber übernächste Woche dann mit der amerikanischen Woche leben. Da machen wir dann nur amerikanisches Gedöns. Da ist nämlich auch noch eine ganz, ganz viel offen. Eine ganze Menge offen. Von meiner ominösen Liste, wie ich ja immer so schön sag. Aber wo sollen wir anhalten? Oh, das ist ja noch ganz schönes Stück da. Noch mehr als 300 Meter da hinten hin. Haben wir die Elefanten jetzt eigentlich unterwegs gesehen? Ja, kurz vom Hauptbahnhof stehen ja teilweise Elefanten. Mitten auf der Straße. Übrigens ein paar Repaints runtergeladen von der Baureihe 218. Könnt ihr auch nochmal einen Vorschlag machen im Discord? Könnt ihr mir gerne Repaints schicken, die ich mal runterladen kann. Damit wir ein bisschen mehr Farbe hier auf die ganzen Schienen bekommen. Bei der Vectron funktioniert das ja auch ganz gut. Ich habe Angst, dass ich da jetzt drüber rolle. Das wäre ärgerlich, weil dann wieder eine Stunde Aufnahme im Arsch wären. Uncool. Ah, das sollte alles passen. Eine Punktlandung. Boah, Meter. Hey, scheiße, 2 Meter. Ah, das war sie. Zwei Fahrplan, nee, eine Fahrplanfahrt. Das war ja in der letzten Folge, wo ich zwei Fahrplanfahrten abgeschlossen habe.
Dresden-Riesa, da haben wir die Baureihe 218 auch schon auf Level 10 und ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt hier auf der Strecke mit der 218 und hoffe, ihr seid dann mal gucken, ob es wirklich eine englische Woche wird, mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und Kommentare, ganz wichtig, die lese ich dann jetzt oder die beantworte ich jetzt teilweise natürlich auch hier, aber auch schriftlich nochmal. Und für alle von euch, die noch nicht auf dem Discord sind, Screenshot-Contest läuft für den Juli. Ihr könnt gewinnen einen 15-Euro-Gutschein für Steam, Xbox, PlayStation oder Nintendo. Könnt ihr euch dann aussuchen. Also da einfach auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da freue ich mich, wenn wir wieder über 600 Mitglieder kommen. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, ihr könnt hier bei YouTube Mitglied werden. Alle meine Let's Plays im Voraus schon schauen. Und natürlich das exklusive Lego City Undercover Let's Play. In dem Sinn, euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und ein dickes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.